Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Da mich so viele Leute über die Tangem Wallet gefragt haben, wie überweise ich denn überhaupt Coins, wie bediene ich die Tangem Wallet, schauen wir uns das Ganze heute mal an. Wir überweisen Coins von der MetaMask auf die Tangem Wallet und wir swappen innerhalb von der Tangem Wallet. Also viel Spaß bei diesem Video. Vergesst nicht zu liken, meinen Kanal zu abonnieren und jetzt erstmal bis gleich. Ja, und hier sind wir auch schon bei dem kleinen Setup, was ich aufgebaut habe. Ich habe hier einmal die Tangem Wallet von mir. Ne? So kennt ihr sie ja auch schon. Ich habe ein bisschen was aufgeladen hier. Da ist die Karte. Und hier haben wir bereits meine MetaMask Wallet. Die ist hier aktuell auf der Pulse Chain. Schaut ihr da auf jeden Fall noch die anderen Videos von mir an zur Pulse Chain, um dich da auf jeden Fall noch schlau zu machen. Ich mache das mal so, dass man das besser auch für euch sehen kann. Dann gucken wir uns das Ganze hier einfach mal an. Erst einmal geht es jetzt wirklich darum, hier überhaupt was drauf zu schicken und beziehungsweise von der Tangem Wallet etwas zu schicken und dann auch wiederum etwas zu empfangen. Wie zum Beispiel das Hinzufügen von der Pulse Chain, weil wir wollen ja jetzt hier theoretisch gesehen Pulse X hinschicken und das ist, wenn man hier einmal auf Manage Tokens klickt, entschuldige, ich halte es so, man hier unten hinklickt, kommt man dann hier oben auf Manage Tokens und kann hier etwas suchen. Dann suchen wir hier einfach mal PLS für Pulse Chain, klicken drauf und aktivieren diese und speichern diese Änderung. So, jetzt haben wir hier unten die Pulse Chain und könnten hier jetzt auch Sachen theoretisch gesehen empfangen. Ja, wir schauen jetzt natürlich auch noch nach Pulse X zum Beispiel. Mal gucken, ob wir es finden. Finden wir jetzt so nicht. Dann können wir aber hier auch noch selber auf Plus gehen. Ich mache das immer ein bisschen schnell, es tut mir leid. Also bei Manage Tokens hier oben auf Plus gehen, um letztendlich hier ein Netzwerk auszusuchen. Klicken wir mal drauf. Ja, können dann hier suchen und finden hier dann irgendwo auch die Pulse Chain. Klick. Können dann hier die Vertragsadresse eingeben. Die finden, wenn wir hier bei Pulse X sind. Klicken wir drauf, gehen auf die drei Punkte hier oben, ich hoffe ihr seht es, und klicken auf Token Details. Dann haben wir hier die Vertragsadresse und können das hier einfach mal kopieren, zack, und hier dann einfügen. So, das sollte gut klappen und dann haben wir hier Name Pulse X, Dezimale 18 und gehen einfach mal auf Add Token und siehe da. Hier ist Pulse X. Das machen wir natürlich auch noch mit unserem INC und auch mit dem Hex. Das geht ganz einfach, indem wir wiederum auf Manage Tokens klicken, auf Plus. Wir klicken wieder hier auf Hex drauf. So, jetzt könnt ihr es besser sehen. Wir klicken nochmal auf die drei Punkte, wieder auf Token Details, kopieren wieder diese Vertragsadresse hier und fügen sie hier, nachdem wir Pulse Chain ausgesucht haben, ein. Hier ist die Pulse Chain, hier ist die Vertragsadresse und einmal einsetzen. Und siehe da, wieder HexHexHex, 8 Dezimals, Add Tokens und da ist der Hex-Token. Ja, hier steht jetzt tatsächlich Ethereum, da muss man also aufpassen, ob das auch letztendlich das Richtige ist. Denn hier ist das Hex von der Pulse Chain, das wollen wir natürlich eigentlich kopieren. Also klicken wir wieder auf Token Details. Gehen wieder auf Manage Tokens, gehen wieder auf Add Custom Token, wählen die Pulse Chain aus, das dritte Mal, ihr könnt es gerne mit mir machen, kopieren das Ganze hier, zack, fügen es ein und haben wieder, zack, 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 gleich, beziehungsweise diesmal nicht, diesmal tippern wir es einfach ein, so, wir nennen es jetzt einfach P-Hex, so, Dezimale 8, steht hier, ne? Und Netzwerk Pulse Chain haben wir eingegeben und gehen auf Add Token. Jetzt steht hier PHEX. Ne? So, was passiert jetzt in dem Moment, wo wir was überweisen wollen? Wir fangen einfach mal an und zwar wir fangen mit Pulse X an. Wenn wir bei Pulse X auf Receive klicken, ja, also noch einmal, hier sind wir in der Wallet und wir klicken bei Pulse X auf Receive. Dann sehen wir hier die Adresse 0x6 hinten 3a3. Jetzt machen wir das gleiche mal bei der Pulse Chain. Und was sehen wir? 0x6 hinten 3a3. Dieselbe Adresse. Warum? Weil wir ja auch bei der MetaMask nur eine Adresse haben. Das heißt, die kopieren wir jetzt hier einfach einmal. Kopie. Gehen auf Pulse.
damit wir ein bisschen Puls auch drauf haben. Hier sind jetzt nur 650.000, dann gehen wir doch einfach mal hin und fügen die jetzt hier hinzu und schicken einfach mal 150.000 Puls testweise rüber. Genau, das geht, jetzt habe ich schon wieder so schnell gemacht, ich zeige es euch gleich nochmal. Einfach die Anzahl dort eingeben, dann auf Confirm drücken und jetzt müsste das eigentlich ratzfatz hier auch gleich schon ankommen, sobald das hier abgesendet wurde. Sehen wir dann jetzt hier gleich bei PulseChain, wie dieser Wert steigt. Hier ist es noch im Pending und sobald das dann da durch ist, müssten wir hier jetzt gleich einen Wert sehen. Das dauert meistens so 13 Sekunden, da ist es auch schon durch und siehe da, jetzt müsste eigentlich ratzfatz hier bei der PulseChain gleich auch was kommen. So. Und zwar jetzt. Hier sehen wir 731, 150.000 PLS. Selber machen wir jetzt einfach mal mit PulseX, wieder derselbe Vorgang. Also wir gehen hier, ich zoome einfach mal ran. Wir gehen hier bei der MetaMask auf PulseX. Ja, ein bisschen höher. Ja, gehen hier wieder auf Senden. So, jetzt müssten wir hier natürlich einmal die Adresse einfügen. Das heißt, wir gehen hier wieder auf PulseX. Gehen auf Receive, haben hier wieder genau die gleiche Adresse, kopieren das, haben die Adresse jetzt, weil es auch ein MacBook ist und die zusammen verbunden ist, wieder hier in der Zwischenablage, ne? Kontrollieren 0x63A3 und haben jetzt hier die Tokensanzahl. Das sind jetzt 1979, wir tippern das einfach mal ein, wir machen einfach mal auch 100.000 zum Beginnen, klicken mal wieder auf Next, bestätigen das Ganze. Und jetzt ist hier wieder Pending, das heißt es lädt, Pending, Pending, Pending. Und gleich, sobald das Pending durch ist, seht ihr dann hier, da ist der Airkorb, hallo, seht ihr dann hier, wie halt hier die PulseX weggehen und hier die PulseX letztendlich draufkommen. Dauert noch wenige Sekunden und dann haben wir das auch gemacht. Jetzt wisst ihr schon mal, wie das geht vom Grundsatz her. Da sind sie durch und hier müssten sie jetzt gleich ankommen. Und zwar jetzt, da sind sie. Na? Kann man natürlich hingehen und kann noch ein paar mehr schicken. Na? So, 0 PLSX, das stimmt natürlich nicht. Da haben wir noch ein paar mehr drauf. Und wir machen einfach mal 1, 9, 7, 8, 0, 2, 9, 7, 4. 19780297 4, klicken hier auf Next, klicken auf Confirm, weil wir jetzt wissen, dass es klappt. Das ganze Ding ist wieder am Pending und gleich kommt es auch hier wieder an. Ich gehe mal wieder auf den normalen Modus, einfachen Zoom, so, und dann können wir jetzt hier gucken, wie die Coins letztendlich gleich, sobald es hier grün ist, ankommen. Siehe da, da sind jetzt 197 Millionen PulseX drauf. Ja, perfekt. Hier unten sehen wir sie. PulseChain, Tether, Tron, Ethereum haben wir alles drauf. Jetzt ist die Frage aber, wie tausche ich denn jetzt was? Zum Beispiel, wir wollen jetzt Tether tauschen in Ethereum. Dann können wir hier auf Tether klicken. Zack. Und können hier oben bei Receive absenden und Swap auf Swap klicken. Und können jetzt sagen, wir wollen USDT in, ja, egal, was auch immer wir wollen, tauschen. Wir nehmen jetzt hier zum Beispiel einfach mal PulseChain. Jetzt tauschen wir also einfach mal 500 Euro in PulseChain. Er guckt jetzt, wo wir hier die beste Rate bekommen und sagt, wir kriegen 9,9 Millionen PLS dafür. Das machen wir jetzt. Wir zahlen dafür 3,84, haben auch eine gewisse Slippage, also 14 Dollar gehen verloren. Sagen hier einmal Swap. Habe ich meine Karte hier. Halte die dran, zack, und ist schon erledigt. Jetzt ist es in Progress, dauert ein bisschen und gleich sehen wir dann schon, wie hier Exchange by Change Now, da steht's. Hier können wir uns nochmal angucken, was passiert. Hier warten Sie jetzt darauf, dass das Geld ankommt, dann wird es bestätigt, ausgetauscht und zu mir gesendet. Das ist letztendlich, wie man tauscht, also wirklich gar nicht schwer. Man sieht auch gerade hier ist jetzt so ein kleines blaues, diese kleinen blauen Pünktchen. Ne, das heißt letztendlich, dass dort gerade was passiert.
Ich finde, das Ganze ist ziemlich schön und ziemlich einfach gestaltet und so kann man das mit jedem machen. Man kann Casper hier swappen, man kann Ethereum, man kann Bitcoin swappen, man kann Pulse-Chain swappen, man kann bestimmt auch irgendwann Pulse-X swappen und. Das halt noch nicht. Aber wie gesagt, hier geht es ja wirklich eigentlich auch darum, dass man was sicher aufbewahrt und das Tauschen kann man ja immer noch hier am Computer letztendlich machen. Wichtig zu verstehen, ihr wollt diesen Token verschicken und hier auch zu sehen, also ihr wollt den hier auch sehen, dann bitte immer auf Manage Tokens und falls ihr den dann hier nicht findet, ja, wie jetzt hier bei Hex, der ja hier auch bereits vorprogrammiert ist, dann einfach hier oben auf dieses Plus gehen, Netzwerk auswählen und dann sollte das klappen. Die haben schon ziemlich viel hier vorbereitet, wie man sehen kann, wirklich extremst viele Coins, die man hier oder Tokens, die man hier einfach hinzufügen kann. Aber wenn das nicht der Fall ist, da ich ja weiß, dass viele auch von der Pulsechain kommen, wie zum Beispiel bei Pulse X, dann einfach hier Manage Tokens, add hier und dann ist man auch schon durch. Ja, ich hoffe, das Video hat dir gefallen und den Link zur Tangem Wallet findest du Tatsache unten in der Beschreibung. Da klickst du nochmal 10% beziehungsweise ich glaube doch 10% Rabatt und kannst dir diese Karte auch holen. Die ist wie gesagt ziemlich cool. Ich nutze sie. Und habe mir mehr oder weniger jetzt schon 3 Sets davon bestellt, denn die sind einfach klasse. Hammer, haben keinen Akku, die funktionieren einfach. Und ja, vergiss nicht, dem Video ein Like zu geben. Nimm gerne den Link, den du jetzt hier oben siehst, ich glaube da, oder eben unten in der Beschreibung. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis bald.